Einen schönen guten Abend wünsche ich Ihnen, liebe Fußballfreunde. Willkommen hier vom Kommentatorenplatz. Es ist, das kann ich Ihnen sagen, alles angerichtet. Rasentop, Zuschauer sind da, ausverkaufte Hütte und die äußeren Bedingungen, die sind auch wirklich ideal. Und er schießt. Das kann man sich doch angucken hier. Die Formel lautet flach zum Erfolg. Die Formel ist in dieser Situation nicht aufgegangen. Ginter. Goretzka. Gnabry. Serge Gnabry. Ab dafür. Den Ballverlust sofort wieder korrigiert. Jetzt ist Übersicht gefragt. Der kann nicht nur defensiv, der packt jetzt auch vorne noch so richtig Geschwindigkeit aus. Kimmich. Er ist einfach ein bisschen zu eigensinnig, hätte früher den Pass spielen müssen. Bei wem der wohl landet? Da hat er den Überblick behalten. Kimmich. Werner. Werner. In einer für ihn ganz undankbaren Situation. Er steht mit dem Rücken zum Tor. Daraus was zu machen, das ist schwierig, vor allem wenn die Verteidiger so gut aufpassen wie hier. Werner ist das. Serge Gnabry. Findet er ihn? Abgefahren. Gut gemacht. Gefährlich, wenn er den kriegt. Das ist aber sowas von deutlich, das ist Freistoß. Gut gehalten von Ter Stegen. Das hat er ganz stark gemacht. Der Ball hätte sitzen können. Das war ein stark getretener Freistoß. Aber der Keeper macht in dieser Situation alles richtig. Verliert den festen Stand. Das ist die Chance zum schnellen Konter. In die Gasse. Brandt. Und der Pass. Er trifft ihn. Und weg das Ding. Auf geht's in die Kabinen. Es ist Halbzeit. Torlos nach Durchgang Nummer 1. Ich hätte nichts gegen Treffer in Durchgang 2. Der Schiedsrichter hat das Spiel schon wieder von der Leine gelassen. Auch wenn das Ergebnis eine andere Sprache spricht, sie sollten genauso weitermachen wie in den ersten 45 Minuten. Denn irgendwann, da bin ich mir sicher, werden sie sich für ihren Aufwand belohnen. Goretzka! Toni Kroos. Brandt. Goretzka. Gnabry. Jetzt könnte was gehen. Goretzka. Werner. Brandt. Julian Brandt bringt ihn rein. Jetzt die Chance.
Werner. Langer Ball auf den Flügel. Brandt. Er serviert ihn. Er hält drauf. Der ist drin. Der Bann scheint endlich gebrochen. Der Ball ist frei und er macht ihn rein. Also Kompliment an den Stürmer. Der hat das klasse gemacht, überhaupt keine Frage. Aber über diese Abwehr muss man sich schon wundern. Das ist ja abenteuerlich. Zeit für neues Personal. Und es müssen gleich zwei Spieler runter. Überhaupt keine Frage. Der Trainer war zuletzt mit den Abläufen auf dem Rasen nicht mehr einverstanden. Da muss sich was tun. Und deswegen jetzt frisches Blut, zwei neue Spieler. 1:0, die Führung. Es hat sich irgendwie angedeutet, es hat einen neuen Aggregatzustand hergestellt. Aber gelaufen ist diese Partie natürlich noch nicht. Die Gelegenheit für Werner. Sie wollen das nächste Tor. Das wäre hier die Entscheidung, aber solange das nicht gelingt, bleibt es hier spannend. Zah spielt den Feuerwehrmann. Die Gelegenheit für Werner. Das sieht gut aus. Da ist die Chance. Einfach mal ausgedonnert. Julian Brandt bringt ihn rein. Also sie hätten das Ding hier natürlich schon einfahren können. Jetzt müssen sie immer noch aufpassen, dass hinten nichts mehr anbrennt. Werner ist das. Da ist die Chance. Brandt! Und das war's. Aus und vorbei. Das Abwehrbollwerk hat dieses Spiel gewonnen.